Willkommen im Sprithimmel und damit zurück zu Dette bei Daylight. Mit dabei ist Detlef Ragun und Fluffy als Killerin. Hallo. Hallo. Hallo, willkommen. Willkommen. Du klingst aber nicht so motiviert. Ich sterbe. Was? Na, Opa. Was? Ich hab meine meinen Generator dabei. Nein, mein Rollator wollte ich sagen. Ja, ich hab so einen Generator schön, von mir. Schön, dass du den Generator dabei hast. Das ist mein Generator. Da kommt eine Axt. Oh gut. Was? Kettensäge. Ernsthaft? Die ist in der Nähe. Das siehst du schon am Generator. Das siehst du am Generator. Sag ich doch! Und warum sieht man das am Generator? Weil da so komische Symbole vor der Feuerfortschrittsanzeige sind oben drüber. Ach so. Auf einmal aufgetaucht, so rote. Wie kann ich drauf geachtet? Ach Gott. Ja toll. Das ist ja noch so ein kleiner Skillcheck. Ach Gott, was hat denn hier wieder aktiviert? Ja, bei mir auch. Das ist ein egal, ich mach trotzdem weiter. Du nimmst immer die Reflexe von normalen Skillcheck. Es pumpert bei mir. Lass dich nicht irritieren. Es pumpert. Ist dein heutes Herz. Sei froh, dass das nur schlägt. Mir wird hier gerade der Generator wieder kaputt gemacht. Ach komm schon, was sind denn für Skillchecks? Ich geh jetzt im Schrank rein. Nur die ersten zwei. Dann ist normal. Toll. Da sind mir zwei zu viele. Ach nee. Kommt die schon wieder zu mir? Dann ist gut, da kann ich aus dem Schrank raus. Lenk sie ab. So. Also hier hat das. Aha. Dann so eine Schraube. Mach dir gerade einen Generator? Ich bin gerade an einem dran. Oh nein, ich bleib hängen. Ja, toll, Ragun ist hängen geblieben. Er wurde angesickt. Und wird zersick. Okay, bin jetzt fertig. Tschüss. Okay, ich muss erstmal einen Generator wieder suchen. Verdammt! Nein! Geh weg! Ach. Ich bin umgekippt. Opfer dich! Los. Für die Gruppe. Bin dabei. Alles für die Gruppe, alles für den Club. Rennt jetzt gut zu mir? Bin schon da. Detlef, gehst du hin? Hm? Ach so. Was? Ich sehe nichts. Okay, ich komm mit. Wir hatten ja die ganzen Fenster zugemacht. Warte, okay, schon. Der kommt nebenan angebumpert. Wo? Ich höre nichts bumpern. Doch, der bumpert. Hallöchen. Oh, Scheiße. Hallo. Danke. Bist du geheilt auch wieder? Er bumpert hier. Nicht schlecht. Vor mir. Hier rumrennt. Ich glaube, es ist falsche Hörgerät drin, glaube ich. Hallo. Bumpert. Zeig mal deinen Pensionisten aus, was. Ist das sicher alles in Ordnung? Ja, danke. Alles gut. Ich muss weg hier. Sieht auf jeden Fall noch Benzin für die Kettensäge. Da sollten wir einfach das Benzin abnehmen. Bitte. Wo ist denn der Generator gewesen? Läuft der schon? Kann nicht sein. Ich bin alt. Wo war der Generator? Weiß ich, finde den echt nicht mehr. Tja, Opa, musst du mal suchen. Was? Bin denn zu Opa? Warum funktioniert das eigentlich nie, wenn man sich in den Schrank reinstellt? Das ist ja der komplette Scheiß. Oh Gott. War ich nicht. Detlef, befreie dich. Detlef. Oh, Faust herausgewickelt, verdammt. Wiegel schneller. Ja, so wickelt man nicht. Warum bist du bei ihm in der Nähe?
Nee, überhaupt okay, nicht. Dann lauf ich mal. Oh verdammt, jetzt kommt sie hier hin. Okay, da kann ich sie schnell holen. Okay. Junge Dame, kommen Sie da runter. Da kommt doch da oben nichts. So, was haben sie denn da? Ach Gott, die Jung von heute hält doch gar nichts mehr aus. Nur so ein Loch im Rücken. Kommen Sie mal her. So, tschüss. Was ist das jetzt? Toll, die kommt man nicht durch. Ach geh. Wer hat denn hier die Autowand hingesetzt? Die kommen ja nicht durch. Warum ist denn eigentlich hier so wenig Nebel? Was suchst du? Oh, verdammt. Und? Ein kurz Detlef ein bisschen lauter machen. Was bringen die was? Ja, ich mach den. Ich mach das Ding einfach mal weiter. Aber fühlt euch motiviert und macht weiter. Mhm. Okay, ich fühle mich nicht mehr motiviert, das bumpert bei mir. Was aber geht's doof. Aua, tut weh! Fluffy, 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 da tut Fluffy nicht, da würde ich damit rumrennen. Was hältst du denn? Ich hör's bumpern. Fluffy! Nee! Ach doch. Ich lieg hier. Ich sehe da jemand hinter der Wand. Junge Dame, kommen Sie her. Ich werde hier gerade abgeschleppt, oh. Junge Dame, da renn ich mal zu Ihnen. Geht dem Fetisch noch jeden Generator kaputt zu machen. Toll. Ich hab's genau gewusst. Dankeschön. Tschüss, okay. Oh, toll. Das sind nämlich einfach alleine hier. Oh, ich hab einen Werkzeugkasten gefunden. Wollte mir nicht heilen. Ich hab einen Generator fertig gemacht. Ui. Achso. Ja. Ja, gut. Ich heil mich gerade. Ja, ist ja kein Problem. Das haben sie sehr gut gemacht. Ach, wenn diese komische Tankstelle reingeht, bimmelt die Dinge mal unten, das wäre gereicht. Bringst du mir was mit? Ein Schokoriegel. Ich will noch ein paar Zigaretten gebrauchen. Rauchen ist ungesund. Was? In einer derzeitigen Lage. Hier oben rennt jemand rum. Also bei mir ist alles gut. Die ist wieder aggro. So. Ich hab die zersickt. Warum geht der... Ach, da ist... Nein, nein, alles gut, hier ist niemand sonst dran. Machen die einfach weiter, tun sie so viel. Ja. Oh, ich muss los. Oh, verdammt! Nee! Opfer dich! Mensch, Opa, man, so geht das aber nicht. Nee! Ist jetzt beide kaputt? Ach, nee. Mist. Och komm, Fluffy ist aber auch nachtragend, ey. Oh, wir müssen den OP reparieren. Oh, Fluffy. Fluffy, Fluffy, lassen Sie mich mal... Oh nee, jetzt will ich jetzt schon wieder so einen doofen Haken. Fluffy, lass mich mal wieder strubbeln. Auch schon wieder eine neue Hütte. Warum kommt sie direkt zu mir? Ich hol lieber OP, der strubbelt schon. Ich muss struggeln. Meine Tastatur ist gleich durch. Wir haben YouTuber, kannst du keine neue Tastatur leisten. Was? Man versteht nichts. Das ist so laut. Danke. Hast du eine Zigarette für mich? Was? Gerade hast du gesagt, Rauchen ist ungesund. Was willst du? Warum befummelst du dich selber? Weil ich es kann. Oh. Ich wusste nicht, dass umsonst hier passiert. Das ist aber nett. Das ist aber nett, dann müssen wir mal los, ne? Jeder für sich, tschüss! Alt und Gebrechliche dürfen vor. Da hinten rennt so rum. Verdammt, ich hab meinen Werkzeugkoffer schon wieder verloren. Ich bin auch vergesslich. Wo ist meine Brille? Das ist schon der dritte die Woche. Scheiße, außer nur hab ich meine Zigaretten bei.
Habt ihr den Generator gefunden? Ich vergesse mal bei welchem ich war. Ich finde keinen mehr. Ich bin gerade an einem dran. Mach das. Oh Gott. Ich hab einen gefunden, der leuchtet. Ach ja, doppelter Tank vor der Tankstelle. Da hinten rennt jemand rum. Junge Dame. Ich sehe sie. Wo sind sie denn? Warum machst du denn keinen Generator? Wo machst du denn keinen? Du kannst doch genauso sinnlos neben mir rum. Ach, da bist du. Ich hab da ganz kurz du musst einen guten Skillcheck hinbekommen. Okay. Ich hab den gerade zum Glück geschafft direkt. Was war denn das jetzt? Na gut, lenk sie ab. Hä, warum? Das ist gar nicht bei mir in der Nähe. Das ist aber schlecht. Das Bumper ist weg. Ah, warum ist er noch nicht? Nee. Nimm die junge Dame hier. Ich bin alt, ich brauche meine Rente noch. Gehen Sie. Nee. Nimm sie. Nimm ihn. Opfer dich. Ich sehe sie nicht. Ach, da ist er. Jetzt ist der Opa weg, ich glaube, ich spinne. Zum Glück bin ich so agil. Mensch, Opa. Oh, da rennt die junge Dame rum. Haha. Mensch, das zersägt den guten Teil. Den guten Teil? Ich? Oder was? Ach, gell. Das zersägt einfach die Paletten. Hebst du dich auf? Ich mach direkt den Generator. Brauch nicht mehr lang. Warum hilf ihm? Die kommt mit der Axt, die kommt mit der Axt! Ach, eine Axt, vielleicht schon Kettensäge. Verdammt. OP! Mach jetzt keinen Mist! Mach den Generator hier fertig. Halt dich! Die kommt jetzt nicht gerade so direkt zum Generator. Die kommt zu dir! Das ist ein Witz, oder? Nee, jetzt läuft sie rechts ab. Nee, sie kommt zu dir! Der Generator muss fertig werden! Ah, der ist vorbeigelaufen, glaube ich. Nee, warte, lass mich mal ganz kurz. Der war halt 1 Millimeter davor! So, tschüss. Komm schnell, ich bin so gut wie... Ach nee. Hol ihn zuerst. Oh, halt nicht. Du hältst dich doch jetzt nicht erst noch selber, oder? Hol ihn doch da runter. Oh, hier ist... Wollt ihr vielleicht... Also, ja okay, ich hol dich schon. Komm her. Das ist nur 2 Millimeter. Oh Gott. Die kommt. Oh. Okay, tschüss. Tschüss, danke. Ich hab mein Leben hinter mir. Laufen Sie. Na, es ist schon wieder da. Ach ne. Kann mir eben einer hochhelfen? Eben einer? Ja, klar. Danke, nee, geh, lass. Oh. Okay, ihr steht doch schon wieder alle. Ja, ich hab mich ja so gut ich wie. Ich gleich wieder. Ja, ich versuche mich gerade hochzuhalten. Mach das Tor auf. Ich weiß nicht mal, wo die scheiß Tore sind, ich habe nicht drauf geachtet. Eigentlich, wo er gerade fast hing, so in der Nähe. Jetzt kommt die schon wieder, das gibt's ja nicht. Oh, da hinten ist jemand am Tor. Mach das Tor auf. Detlef, wo bist du? Ich bin tot. Wie, du bist tot? Ja, jetzt bin ich ja tot, wenn sie mir aufhängen. Ernsthaft? Hebst du dich auf? Nee, noch nicht. Ich bin noch beim Tor eigentlich. Rennt die gerade los? Lauf. Detlef, erhol dich. Sie läuft vorbei. Detlef, erhol dich. Oder fahr gerade Werkzeugkoffer. Egal, Detlef, erhol dich. Das wird mir das sein. Hier kommen wir und retten dir. Mit einem Bier. Wäre nicht beunruhigend, aber glaubst du, sie kommt?
Ja. Und jetzt los. Wo ist die Tür? Oh, da eine Tür ist sie. Und die ist nicht offen. Die Tür ist nicht offen. Was macht ihr denn? Oh, die rennt schon wieder schreiend weg. Warum braucht die Tür denn so lang? Ja, die eine, die ganz hinten ist doch auf. Hätte nur gerade auslaufen müssen. Hier steht noch jemand mit mir rum. Die junge Dame. Junge Dame, kommen Sie mit. Junge Dame, kommen Sie. Kommen Sie rein. Kommen alle raus? Ja, ich bin draußen. Okay, tschüss. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, was ich anstrengte. Oh. Mensch, guck. Die Motorsäge ist ja übel. Das geht gar nicht. Ein Millimeter bevor ich mit dem Generator fertig war, kommst du genau an. Ich muss einmal kurz so rumrennen, noch einmal den machen. Achso, ja. Ja, eine Schraube muss ich noch festziehen. Ne? Ach, war jetzt knapp gewesen noch. Ach, lief doch gut. Ja, aber die Motorsäge, also das ist echt. Bei mir geht das nur geradeaus. Das geht sich ja kaum. Ja, du kannst nur ganz leicht hin und her spenken. Oh Gott. Ja, ist halt ein bisschen schwieriger. Ist schon echt schwer mit dem Ding. Naja. Aber gut. Genau. Dann danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal zu Dead by Daylight. Tschüss. Tschüss. Tschüss.